John Goodman hat sich halbiert. Der Schauspieler steht schon seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Mit Rollen in der Sitcom Roseanne oder in Filmen wie Flintstones, Die Familie Feuerstein, King Ralph oder The Big Lebowski macht er sich einen Namen. Fans kennen den 69-Jährigen mit starkem Übergewicht. Er kratzt zwischenzeitlich an der 200-Kilo-Marke. Das ist für den Golden Globe-Preisträger ein Weckruf. John krempelt sein Leben komplett um und sagt den Kilos den Kampf an. Und augenscheinlich bleibt er am Ball. Bei der Premiere der Serie The Freak Brothers am Montag in Los Angeles ist der Sänger kaum wiederzuerkennen. Er strahlt völlig erschlankt auf dem roten Teppich. In den vergangenen Jahren schafft der US-Amerikaner es, stolze 90 Kilo abzunehmen. Aber was ist sein Geheimrezept? Schon in der Vergangenheit gelingt es John, Gewicht zu verlieren. Der Erfolg ist dann aber selten von Dauer. Früher habe ich auch mal 60 oder 70 Pfund in 3 Monaten abgenommen. Dann habe ich mich aber mit einem Sixpack Bier belohnt und bin in alte Muster verfallen. Daher trifft der Synchronsprecher eine Entscheidung. Er möchte langsam abnehmen, um den Jojo-Effekt zu vermeiden. Er verzichtet auf krasse Diäten und stellt stattdessen seinen Lebensstil um. John isst viel Fisch, Gemüse, Nüsse und Früchte und treibt Sport. Außerdem verzichtet er seit 2007 auf Alkohol. Das fällt dem Vater einer Tochter aber nicht leicht, denn er kämpft seit Beginn seiner Karriere in den 1980ern mit seiner starken Alkoholsucht. Während fast aller seiner Filmauftritte ist er alkoholisiert. Ich hatte so ein Glück, dass ich immer noch engagiert wurde, aber Tatsache ist, dass ich bei der Arbeit getrunken habe. Ich habe gelallt. Ich dachte, ich würde die Leute austricksen. Meine Wangen wurden knallrot, wenn ich betrunken war. Ich sah einfach aus wie ein Stoppschild. Ein Erlebnis bringt ihn schließlich zum Umdenken. Er verschläft die Probe für die Emmy-Preisverleihung, weil er betrunken ist. Daraufhin entscheidet er sich, einen Entzug zu machen und bleibt nüchtern, bis heute. Auch seinem Kind zuliebe gibt er das Trinken damals auf. Ich habe eine Tochter, um die ich mir lange Zeit Sorgen gemacht habe. Sie ist mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen, bis sie in die Highschool gekommen ist. Aber jetzt laufen die Dinge super. Sie laufen vermutlich besser, als ich je gehofft hätte. Ich habe vielleicht nicht viel gelernt, aber ich habe gelernt, die Dinge zu wertschätzen, die ich schon vorher hätte wertschätzen sollen. Scheint so, als wäre John endlich angekommen. Und genieße sein Leben vor allem in vollen Zügen.